Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock und dem Beagle. So, ich habe jetzt einmal kurz gelünst, was ich falsch mache. Und angeblich kann ich hier den Aufzug rufen. Was? Nicht so unverschämt, ja? Tut mir leid! Neuer Versuch! Ich liebe Schrotflinte, Leute. Ich liebe Schrotflinte. Auch wenn mir gerade Schrotflinte ausgeht. Nein, nein, nein! Doch, doch, doch! Warum eigentlich? Das ist so sick, Leute. Das ist so sick. Presto! Presto! Nein, nein! Oh, das ging schneller, als ich gehofft hatte. Darf ich nicht auf die Bühne? Des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Ja. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Du bist so sick, Junge. Du bist so sick. Hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt? Mir scheint, ja. Du hast das Auge eines Hobbyfotografen. Nein. Kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Hat mich mal irgendjemand gefragt, ob ich... Ein paar Pistolenkugeln hatten die. Wunderbar. Und weh, ist jetzt nichts. So ein Safe. Wieso habe ich nur 3 Autohacker, obwohl ich mir welche... Wenn ich hätte die einsammeln müssen. So. Also die Autohacker meine ich jetzt noch. Willkommen im Zirkus. Ich kann Film kaufen. Ich habe aber noch genug Film. Okay. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Mutter. Du weißt es? Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Ja, jetzt beruhig dich. Ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Beruhig dich, du. Du bist so verkehrt. Ja, ich sehe es. Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Ja, da hab ich jetzt... schon. Hab keine Angst. Berühre es. Du bist so krank, gut. Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind 3 Männer, alle einstige Schüler von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Betrug. Such sie, kleine Motte, um
mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Ich bin überhaupt nicht zufrieden, dass der mich kleine Motte nennt. Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Mhm. Er nennt mich kleine Motte, Leute. Er nennt mich kleine Motte. Das ist widerlich. Was ist denn eigentlich hier? Oh, da ist ein Tonikum drin. Kann ich das hacken? Ja. Ich könnte einen Verkaufsautomaten gebrauchen. Und vor allem könnte ich gebrauchen, wo ich hin muss. Ich weiß es einfach nicht. Cool. Krieg ich von euch auch ein Ziel? Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Okay. Kleine Motte. Es hat schon irgendwas sehr Krankes, wenn er mich kleine Motte nennt. Ne? Keine Kohle mehr. Cool. Und ich brauche doch eigentlich. Ich kann deinen Atem sehen. Nein. Ja, nun, was soll ich sagen? Ein bisschen beknackt sind sie hier schon. Du kannst mir hier drin den Rest geben, du alter Spinner. Die anderen Sparköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und habe und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Haben mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunder Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Leute, es tut mir leid, aber ich kann ja nicht ahnen, dass diese Sprachnachrichten einfach nicht unterbrochen werden können. Gar nicht scheiße. Das hier. Und jetzt schräg hoch. Nochmal einen hoch. So genau wollte ich es nicht hören, Junge. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Naja. Atem.
Ich weiß, ich muss in die andere Richtung, aber wo komme ich hier hin? Ach, das ist sein Licht. Entgegengefallen ist, war schon gut, ne? Aber hier ist doch noch einer. Ich höre, wo höre ich? Leute, das ist doch irgendwo hier. Ah, was habe ich denn jetzt für einen Film? Irgendwas sagt mich, ich habe mich von Mr. B und der Kleinen entfernt. Verdammt! Der hat die bestimmt jetzt schon weggebracht, die kleine Little Sister. Wo denn? Wo wäre der Big Daddy jetzt bitte gewesen? Ihr hört den aber auch, ja? Ich bin jetzt nicht irgendwie doof oder so. Kein Rosie. Nope, ein Bouncer. Herr produktiver Fotograf. Ich folge dem jetzt und hoffe, dass ich nicht gestört werde. Ich hoffe, der ist gerade auf dem Weg, sich eine kleine Little Sister zu holen, weil ich brauche Adam. Da, aber da. Nicht filmreif war.
Pause. Nur eine kleine Pause. Bitte. Meint ihr mich? Es tut mir leid, wenn du mich meinst. Ich bin mit dem Big Daddy hier beschäftigt. Sag mal, Dude. Ja, komm, mach. Im Theater schenkt man einer Frau mehr Aufmerksamkeit. Was ist? Ja, du musst schon wieder los. Schon ein bisschen brachial, überhaupt darauf zu warten, dass sie rausgekommen ist, aber okay. Danke. Die Kleinen hatten nie jemanden, um den sie sich scharen konnten. Außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung. Und dafür ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Gute Nacht, kleine Maus. Schlaf gut. Ach Mensch, es ist nicht immer schön, die Kleinen zu retten. Jetzt möchte ich mich erstmal hier in Ruhe umgucken, was hier überhaupt ist. Da habe ich leidlich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich war so sehr mit der Little Sister beschäftigt, weil ich unbedingt das Adam haben wollte. Ohne sie natürlich auszubeuten, Leute. Ausbeuten ist hier nicht drin bei uns. Wir beuten keine Little Sisters aus. Ich weiß nicht, was mit dir geschehen ist, aber mit euch ist überall, also ihr alle habt Kohle. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Wright. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machst du da? Nein! Nein, bitte! Ich hab sie doch geliebt! Nein! Sicker Scheiß. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld nicht mehr gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Jolene? Ein bisschen wütend war er. Also läuft hier irgendwo ein eigentlich mal besiegt? Versuch's doch mal. Wen hält er sich eigentlich? Wo rennst du hin, Junge? Wo rennst du hin? Warte. Ich komme. Der ist aber ganz schön stark, ne? Nächster Schwein! Komm. Warte doch. Wer ist er? Wer ist er? Er war ein Flegel, aber so kraftvoll. Mach ein Foto, bevor er total austrocknet. Du flatterst durch das Fort und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Ja? Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es mal. Leute, ich muss trotzdem wieder zurück durch diesen Poseidons Garten, weil ich hatte doch da eine Tür mit Code gesehen. Das würde ich mir gerne mal genauer angucken. Hm.
rastet irgendjemand wieder aus? Wo willst du hin, Schätzchen? 5, 6. Wo denn? Das fühlt sich wahnsinnig gut an. Wo, Mr. Bubbles? Mist. Besuchszeit zu Ende, okay? Lasst mich nicht mehr! Ich hör's doch, Leute. Ich höre es und ich sehe es wieder nicht. Leute, wo? Leute, wo? Was soll der Was soll der Scheiß? Ach Leute, das ist doch scheiße, wenn ich sie höre, aber nicht finde. Wenn das auch hier schaffen kann. Ah. Ein Bouncer. Es sah aus, als wäre der ready to take me off. Was sie steht mir zu, Kleine. Doch. Ich rette kleine Kinder nur mal. Du hast mich gerettet. Gerne. Hab ich gern gemacht. Kleine Maus. Wo finde ich denn hier einen Gathered Garden? Gefühlt nirgendwo, ne? Na gut, ich würde sagen, dass wir dann hier auch einen Cut reinmachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben 2 von 3 Little Sisters und nochmal 2 Bilder. Das heißt, uns fehlt noch ein Bild, würde ich sagen. Wir gucken uns aber im nächsten Part erstmal hier um, weil ich habe das Gefühl, hier gibt es noch einiges einzusammeln. Okay, also haut rein, ihr Lieben.